Auch Navi hier draußen, das ist ja furchtbar. Achtung, wir haben die Hülle hier geändert. Normalerweise hängt da jemand. Zünde Was? ich die an, die Fackel? Schade. Einfach drauf drücken. Ah, da ist er doch. Da hängt er doch. Oh. Ja, dann nehme ich mal eine kleine Axt zur Hand und dann schauen wir mal. Süß. Oh! Ich sag ja, wer Der schreit am Hund! lautesten, Der ne? Hund! Der rennt! Aber wir Pass müssen. auf, dass wir uns nicht gegenseitig abfackeln hier. Okay, wie viel Leben hast du noch? 100%. Ah, okay, nice. Ja, die Hunde ist ein bisschen buggy. Ja, ich hab's gemerkt. Da ist Fleisch drin und so, ne? Tierfett. Wollt ihr das nicht? Ah, ich hab Ich genug bin Gäste leider dabei. überladen, ich kann's Ich nicht mehr. bin auch überladen. Warte, hier ich Okay. mal schon. Na, das Fleischgrillen war schon eine feine Sache, ne? Ihr seid rein, ne? Ja. Naja, nein. So, unsere ersten Höhlenexkursion in Miscreated, liebe Leute. Also jetzt mal bitte, jetzt Achtung, jetzt mich hat's geflasht. Ich hoffe, ihr habt das ähnliche Gefühl jetzt gleich. Das ist, also ich find's wow. Oh. Ihr müsst übrigens aufpassen, das Wasser könnt ihr nur laufen. Unten Wasser, was blau schimmert, sollte man nicht reinlaufen. Ist es elektrisiert oder was? Nee, das ist verseucht. Verseucht. Wow. Sieht jedenfalls mal ganz cool aus hier. Also das sieht. Fuck! Ich bin jetzt ins Wasser gesprungen, wie komme ich denn hier raus? Holla, oder? Liebe Leute. Was meint ihr? Das sieht doch geil aus. Okay. Laufen wir da rüber. Sorry fürs Nachsehen. Wir kommen da runter, wir kommen da noch runter. Wow, das ist echt gut Also nicht gemacht. das Geflecht, weil das sind. Und das Krasseste, der hat mir halt der Alex eine coole Sache, der hat mir noch eine Mine gezeigt. Ey, das hat mich richtig geflecht. Die Hülle ist halt mit die Kruste jetzt. Wow. Halt richtig. Und ich finde, Okay. das halt die Lichteffekte sind halt richtig geil gemacht. Nice. Nice one. Jo, Chef, servus. Chef, ich heiße Chef. Oh, dicker Mutant! Dicker Mutant! Okay, habt ihr genug Schuss? Ja. Boah. Gerade so gereicht, du. Ja, oh, der hat ein Rezept drin. Plattforms Guide 2. Da drin. Warte, ich nehme die Munition raus und ihr könnt die Plattform Guide haben. Da sind noch mehr Mutanten. Das Problem ist, ich habe nicht mehr so viel Schutz. Ja, ich muss auch gerade mal gucken. Hier mit der MK18 habe ich gar nichts mehr. Ich habe einen Haufen. Habt ihr noch Nicht gegebenenfalls wirklich tolle Sachen. also 15 Schuss habe ich noch. Also was brauchst denn du an Munition? Ich habe Pistolenmunition, habe ich noch. Shotgun-Munition bräuchte ich halt. Ich habe nur eine 45er. Tun's Sonst die habe ich Grüne auch? gar keine. Die Grüne kann ich brauchen, die wenn du hast. Ich habe noch Grüne, die könnte ich dir abgeben. Ja, wunderbar. Warte. Na, auf jeden Fall noch Mutanten hier drin. Was ich im Spiel gut finde, du kannst halt PvP und PvE betreiben. Wir erkundigen jetzt halt eine riesen Höhle in dem Spiel, was. Oh, da kommt der Mutant. Ich kann halt gar nicht mehr schießen momentan. Ich hab nichts. Also Boah. falls mal eine Waffe fällt, ich habe einen Haufen Muni, aber keine Waffe dazu. Also 9 mm und so ein Kram habe ich alles, aber die Waffe dazu nicht. Wie gesagt, es ist ein kleines Entwicklerteam. Das kannst du halt nicht mit einem AAA-Titel wie Battlefield vergleichen. Aber es ist halt wirklich für den Preis, muss ich sagen, es ist grafisch gut, spielerisch gut. Hat wenige Fehler. Natürlich hat es noch Fehler. Das wäre gelogen, wenn ich sagen würde, das ist komplett bugfrei. Aber es ist halt wirklich sehr, sehr guten spielbaren Status. Und kannst Basen bauen, was du halt bei DayZ beispielsweise nicht kannst. Kannst halt vieles machen, was du in anderen Spielen halt nicht machen kannst. Du hast halt hier im Spiel die komplette Vielfalt. Kannst PvE betreiben, kannst rein PvP machen. Das ist, ja. Halt das, was mich halt wirklich fasziniert an dem Game. Moin, Kiroi. Grüß dich. Aber die Höhle sieht echt gut aus. Ja, die hat was, so definitiv. Aber hier müsst ihr Ah. aufpassen. Mushrooms. Ja, du verlierst kein Leben, wenn du springst. Also ich zumindest habe keins verloren.
Dann müssen wir auf den Damage warten. Was passiert, wenn ich Pilze esse? Nichts, die blaue würde ich aufheben, die blauen, weil die sind, wenn du verseucht bist, die blauen, die stabilisieren. Okay. Nee, das war jetzt Standard. Du musst dann Dennis mal gucken im Licht, wie gut das aussieht einfach. Guck mal, wie er sich bewegt und das ist Schatten, das ist ein Lichtspiel. Und ich spiele auf niedrigste Einstellung. Das ist halt das, was ich so mega krass finde. Ja. Wahnsinn. Ich glaube, ich weiß gar nicht, welches Settings ich habe. Ich glaube, ich habe sie ganz oben. Ich weiß es gar nicht, muss ich mal gucken. Ja, natürlich kannst du bei anderen PvP und PvE machen. Wie gesagt, das ist halt ein Survival-Game, was halt andere Spiele auch bieten, wie AC. Wow. Aber du hast halt hier mit anderem auch das Basenbau, was ich halt sehr cool finde, sehr interessant finde. Das ist halt natürlich alles Geschmackssache, klar. Das Blaue da, glaube ich, will ich noch nicht reingehen. Wir gehen mal in das Wasser, aber das war noch in Ordnung. Aber wie gesagt, also der Alex hat gemeint, in irgendein blaues Wasser dürfen wir nicht reingehen. Ah, hier sind Stahlschuhe, wenn jemand braucht. Ja, für so ein kleines Entwicklerteam ist es auf jeden Fall super Grafik, finde ich. Achso, die Schuhe. Ja. Und DayZ habe ich auch nicht lange gespielt, aber es sieht auf jeden Fall besser. Wie komme ich denn hier wieder raus? Oh Gott. Ja, wobei Alex hat gemeint gehabt, jetzt kann ich mal DayZ zeigen, dass ich halt runterbilden kann, weil er das auch ein bisschen. Ja, muss mal gucken. Weil ich sage immer, es ist besser, aber ich habe halt DayZ auch nie wirklich gespielt, großartig. Ich habe es ja schon ein bisschen gespielt, also ich kann schon sagen, dass es auf jeden Fall besser aussieht. Okay. Definitiv. Wobei Grafik ja nicht alles ist, aber ja. Nö, boah. Aber so diese Dinge, jetzt wie mit dieser Höhle, das sieht ja hammermäßig aus, ne? Der volle Alert, wie gesagt, da muss noch ein bisschen rumschrauben, das ist noch nicht, Patrick. Also das sieht hier schon nett aus. Da dürfen wir nicht reingehen, weil das Wasser ist verseucht unter uns. Ja, da liegt ja auch irgend so ein komisches Fass drin. Ja? Ja, da unten. Mehrere, viele. Ja, da liegt ein Fass da. Wenn man weit genug vorgeht, dann sieht man es. Ich habe gerade nur das eine gesehen. Aber jetzt macht's hier nicht wie in manchen Filmen oder Serien, schubst nicht, gell? Hört bloß auf, ey. Boah, da kommt das Mutant. Wir machen, Chris? Ja, ein großer oder ein kleiner? Nee, ein kleiner. Ja, großen müssen wir schießen. Er hat, den Akku gezogen. Ich leuchte dich aus. Boah, wieso treffe ich den nicht, wenn ich über dem stehe? Das ist ja wohl bescheuert. Ist tot. Die Pilze, wenn hier steht, get, ich weiß nicht, edible, ich weiß nicht, wie man das ausspricht, Mushrooms, die geben dir auch Nahrung, also. Schon gemerkt. Da, ich habe vorhin auch einen Apropos Nahrung, muss man kurz was essen. Aber ich glaube, der funktioniert nicht, also zumindest wüsste ich nicht, also keine Ahnung. Hier müssen wir aufpassen, weil hier können, ja, da ist ein Hund. Wenn ich die abrunde, dann kannst du den machen, Chris. Ich kann ja notfalls auch mal einen Nahkampf auf anlegen. Obwohl, nee, dann hauen wir uns wieder gegenseitig, ne? Ja, das ist nicht so gut. Das ist schon okay, wenn zwei leuchten. Wie gesagt, die Hunde sind relativ buggy, also dürfst du eigentlich auch nicht so den Leben verlieren. Okay, das sind zumindest keine großen Mutanten. Hier liegt eine Wasteland mit 2,99. Ja, Schuss. Ja, der Hermit, ich hab Wasteland, glaube ich. Neun Schuss, okay. Wenn du die vom letzten Mal noch hast, müsstest du eine haben, ja. Yeah. Oder? Also wie gesagt, du kannst halt hier in den Höhlen halt stellenweise wirklich gut looten. Das ist jetzt gerade im Moment so, aber ist es halt, ich war mit ihm in der Höhle gewesen, da lag halt einfach mal ein 16 rum, ein großer Rucksack. Das ist halt natürlich alles solche Ausläufe. Ich kann die auch leuchten. Ich hab übrigens auch noch 9mm, das braucht keiner von euch, oder? Wasteland 22er war nee. Ich da. Da ist ich muss mal gucken, ich habe eigentlich beim letzten Mal einfach nur die Waffe mitgenommen. Ja, ich habe diese MK18, aber keine Munition dafür. Ja, das gibt's doch nicht. Ja, Dennis und ich haben die auch. Jetzt habe ich auch für die Wasteland keinen Schuss. Ich habe alles mögliche an Munition, bloß nicht für die Waffen, das gibt's doch nicht. Wasteland, da lag 9 Schuss rum. Da lag definitiv 9, als ich drüber gelaufen bin. Was? Ja, die musst du aufgenommen haben. Da lag mal 9. Das waren 9 Bullets da gelegen. Ich hab's nicht. Punkt 22 heißt die Munition. Sehr schön, wenn man hier so in der Ecke steht und schaut, wie er hier da den Boden absucht. Punkt 22er, aber die passt nicht in die Westland rein. Doch, mach mal, drück mal G und mach mal G. Das ist manchmal buggy. Okay, funktioniert nicht.
Es darf nicht im Magazin drin sein. Muss außerhalb des Magazins. Muss ich die rausholen? Ja, dieses Magazin brauchst du nur für die Pistole. Brauchst du für die MKL, von der die Pistole heißt. Die Wasteland ist nur die Patrone. Ist das Magazin relevant. Jetzt geht's. Ja. Alles klar. Okay. Na gut, wir sind schon fast durch. Das sind nur zwei so kleine Leckerlis. Du bist jetzt wieder hoch, ne? Ich bin hoch, der muss. Ja. Alles klar. Ja, muss ich sagen, das ist wirklich. Das ist halt, ja, du kannst halt den ganzen Tag die ganzen Minen und Höhlen absuchen. Das ist halt, du kannst auch dadurch den Hut quasi zusammensuchen. Das ist halt wirklich. Oder der Knut noch irgendein Zombie. Das könnte auch mein Magen sein. Gut, aber draußen, glaube ich. Hört sich aber nach einem relativ großen an. Dann soll er mal knurren. Ja, die haben hier das. War hier gewesen. Da ist ja eine Dusche eingebaut. Wo? Da, hier von der Decke hat es mich gerade voll erwischt. Oh. Ah, genau. Jetzt. Hier, da liegt was mit Ruhe drin für euch. Ach, Kopf zum Mitnehmen, alles schlecht. Das hat der Alex letztens gebracht gehabt. Das finde ich halt einfach lustig gemacht. Okay, dann lass uns mal da rausgehen. Dann gucken wir mal, wo wir sind. Wir sind jetzt eigentlich, man kann hier noch unten durchtauchen im Wasser. Das lasse ich lieber mit euch, weil ich erstmal trinken oder so. Oder mit mir, ich bin auch nicht gut. Also, soll jetzt nichts. Also, das ist schlank. Hast du dich ja gerade über Nichtschwimmer lustig gemacht? Genau. Also, er sagt da vor der Höhle noch: Passt auf, dass er nicht erschreckt und laut schreit. Und er ist der Einzige, der hier rumschreit, ja. Jetzt tarnt er uns als Nichtschwimmer. Da oben ist er. Wir sind doch hier Tomb Raider Experten. Hallo? Tauchen ist unser Spiel. Oh fuck. Oh Gott. Ah, oh, jetzt zieht er den, wenn ich gerade schieße. Boah, du hörst den großen Tamp. Ach, geht doch. Jungs, hinter uns ein großer Dennis! Feuer frei! Boah, das gerechnet jetzt, wo ich nachladen muss. Ihr seid's ja drauf. Ich hab den nicht mehr. Boah, Alter. Ja, der rutscht. Bleib stehen. Ihr könnt's. Ja,